Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus Kunst und Kultur, ich freue mich über unser heutiges Zusammenkommen und begrüße Sie alle sehr herzlich. Sie wissen, dass wir in den letzten 2 Jahren zahlreiche Kulturdialoge zu einzelnen Themen mit Ihnen geführt haben. Heute können wir Ihnen in einem größeren Rahmen etwas bieten, wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen über die Zukunft der Kultur und ihre Impulse für Politik und Gesellschaft. Wir sprechen heute zwar über die Zukunft der Kultur, aber die unmittelbare Nähe zum Staatstheater macht es notwendig, doch auch kurz auf die Gegenwart zu sprechen zu kommen. Ich meine, man muss einfach ehrlicherweise feststellen, dass die Sanierung des Schauspiels ein finanzielles und kulturpolitisches Desaster ist. Daran gibt es nichts rumzudeuteln. Und vor allem Haskro Weber und sein Ensemble mussten sehr darunter leiden. Umso dankbarer bin ich Haskro Weber und seinem ganzen Team wirklich, dass es dem gesamten Staatstheater in einem Kraftakt gelungen ist, an den Ersatzspielstätten höchst erfolgreiches Schauspiel für ihr Publikum zu bieten. Und ich bedauere es wirklich sehr, dass die Intendanz Haskro Weber im Schauspielhaus nicht in einer würdigen Weise zu Ende gehen konnte. Unsere gesamten Anstrengungen haben nun das Ziel, dass im Herbst der neue Intendant Armin Petras und sein Ensemble im Schauspielhaus eine neue Ära beginnen können. Und ich freue mich wirklich ausdrücklich, dass eine Größe wie Herr Petras diese Herausforderung unerschrocken angehen wird. Das ist ja nach dem, was passiert ist, nicht selbstverständlich. Meine Damen und Herren, der Wunsch und die Kraft, sich künstlerisch zu betätigen, liegt wohl in der Natur des Menschen. Der Mensch braucht die Kunst als ein Mittel, seine Gedanken, seine Hoffnung, seine Ängste, all dem Ausdruck zu geben, sein Leben zu bewältigen, sich selbst zu finden. Kunst ist aber auch die Sprache, in der die Menschen Verbindung zu dem suchen, was eben jenseits unserer Vernunft liegt, was transzendent ist. Und ich finde, sie ist damit sozusagen eine Wahrheitssuche eben eigener Art. Ja, jenseits der beweisbaren Ursache-Wirkungszusammenhänge, die unsere wissenschaftsbasierte Welt ja in allen Sphären so stark durchdringen und mit ihrer instrumentellen und zweckrationalen Denken ja die Welt auch immer mehr beherrschen. Die Venus von Hohlefels auf der Schwäbischen Alb, vor rund 40.000 Jahren geschaffen, ist das älteste Zeugnis wohl dieses künstlerischen Ausdruckswillens des Menschen. Und unsere zunehmend technisch und kommerziell orientierte Welt drängt die Kunst und Kultur immer mehr aus dem Zentrum heraus, was Gesellschaft und Wissen bestimmen, was ihre Entwicklungen bestimmen. Und das wissen wir leider alle. Und deshalb sind wir gerade in Baden-Württemberg so überaus stolz auf unsere reiche Kulturlandschaft, ein Reichtum, den wir ererbt haben und den wir erhalten und mehren wollen. Kunst und Kultur wurden und werden hierzulande gepflegt. Gleichzeitig kann, darf und muss man sie aber auch immer wieder hinterfragen. Natürlich nicht in ihrer Existenz, sondern in ihrer Art, sich zu vermitteln. Freiheit ist dafür die Grundbedingung. Ob wir uns mit dem Überkommenen auseinandersetzen oder ob wir dem Neuen einen neuen Weg bereiten, ohne Freiheit gibt es keine Kultur, die diesen Namen verdient. Und diese Freiheit zu sichern, liegt in der Verantwortung der Politik.
Und das ist eine Verantwortung, die wir nicht leicht nehmen, weil sie eben nicht leicht ist, sondern die wir wirklich gewissenhaft erfüllen. Und das Wort meine ich da in seinem ganz elementaren Sinn. Freiheit, meine Damen und Herren, ist einfach der Boden, auf dem Kreativität überhaupt wächst und gedeiht. Und Kreativität, sei es nun in Kunst, Wissenschaft, in der Forschung oder der Wirtschaft, ist eben die wichtigste Ressource eines Hochtechnologielandes wie Baden-Württemberg. Und daher brauchen wir kulturelle Institutionen, denn die Förderung von Kunst und Kultur ist eben kein verlorener Zuschuss, auch wenn sie das sozusagen haushaltstechnisch ist. Sie ist eine Investition in unsere Gesellschaft und in unsere Zukunft. Und Ihrer Arbeit, meine Damen und Herren, kommt deshalb eine hohe Bedeutung zu. Und ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung auszusprechen für die Leistungen, die Sie für uns alle und für unser ganzes Land erbringen. Was sind nun die besonderen Herausforderungen, vor denen wir stehen? Also wie gesagt, wir erleben einen rasanten ökonomischen und sozialen Wandel, ökonomische Globalisierung, Kommerzialisierung und vor allem eine allgegenwärtige Digitalisierung, die ja alle unsere Bereiche durchdringt. Wir sind zugleich konfrontiert mit einer Krise der Staatshaushalte. Sie wissen, dass unser Grundgesetz uns jetzt dazu verpflichtet, dass wir ab 2020 einen Haushalt vorlegen müssen, ab dem wir keine neuen Schulden mehr machen dürfen. Wir können in anderen Ländern sehen, wohin das führt, wenn man ungehemmt Schuldenwachstum betreibt. Und die Wahrheit ist deswegen, dass wir in allen öffentlichen Bereichen weniger Geld zur Verfügung haben, obwohl die Ansprüche steigen. Und deshalb bewegt mich auch in der Kunst- und in der Kulturpolitik, wie in allen Feldern der Landespolitik, eben die Frage, wie wir beide Ziele vereinbaren können, nämlich einerseits Kunst und Kultur gut zu unterstützen und zu fördern und dabei aber gleichzeitig auch die nachhaltige Gestaltung des Haushalts nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich meine, jetzt ist es natürlich so, der Kunsthaushalt ist jetzt sicher nicht der Steinbruch für Sanierung. Ja? Er beträgt nur 1% des Landeshaushalts und man kann, wie ich zuweilen zu sagen pflege, mit dem Sparen am Futter für die Mäuse die Elefanten nicht satt bekommen. Ja? Also das ist schon klar. Gleichwohl müssen sich alle einfach darauf einstellen, dass die Mittel knapper werden. Aber wir wissen die Dinge schon richtig zu dimensionieren. Bitte verlassen Sie sich da drauf. Das ist ganz wichtig. Und ich habe da, denke ich, einen klaren Blick in dieser Hinsicht. Also, ein Kulturbegriff der Vielfalt und Offenheit ist einfach Teil einer und Grundlage von wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungen, die unser Land kennzeichnen. Es ist natürlich andere wichtige Dinge wie Zuwanderung oder demografischer Wandel. Das wird ja alle Bereiche, auch Kunst und Kultur, betreffen. Und das gibt eben immer wieder Anlass, dass wir uns mit der kulturellen Identität beschäftigen. Wir leben eben in einem Land, das ja nicht die eine Kultur hat, sondern wo es viele kulturelle Identitäten gibt. Und diese vielen kulturellen Identitäten sind eben Impulsgeber für unser Land. Sie existieren nebeneinander und Bestrebungen, sie zu vereinheitlichen, sind immer zu Scheitern verurteilt und wir wollen uns an sowas überhaupt nicht ranmachen. Wir, die Kulturschaffenden und die Politik, laden eben alle Bürgerinnen und Bürger ein, am kulturellen Leben teilzuhaben. Mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger nehmen diese Entwicklung auch an.
Kulturprogramme wecken Interesse, machen Lust, sich aktiv einzubringen, mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Und dies führt uns zu einem zentralen Begriff unserer Kulturpolitik, und die heißt kulturelle Bildung. Ihr Verlust wird seit Jahren immer lauter beklagt. Auf der anderen Seite haben aber die Institutionen und Akteure im Kulturbereich längst darauf reagiert und bieten viele Programme an. Das gilt für die staatlichen und städtischen Ausbildungsstätten, Museen, Orchester, Theater, genauso wie für freie Theater und Soziokultur und auch gerade für die so wichtigen Bereiche in der sogenannten Laienkultur. Und auf diese Entwicklung muss die Politik reagieren. Zentrale Aufgabe der Landesregierung ist es, nachhaltige und unumkehrbare Strukturen für die kulturelle Bildung zu schaffen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Agenda der Fachbeirat kulturelle Bildung, in dem sich auch viele Persönlichkeiten aus Ihrer Mitte hervorragend engagieren, was er uns in diesem Jahr vorlegen wird. Sicher ist, dass in den neuen Bildungsplänen Musik, Kunst und Kultur wieder eine wichtige Rolle spielen müssen. Sicher ist auch, dass die Schulen und Kultureinrichtungen noch mehr voneinander profitieren müssen. Und diese Voraussetzung muss die Politik schaffen. Kulturelle Glückserlebnisse, wenn ich das jetzt einfach mal so nennen darf, unserer Kinder an den Schulen dürfen keine Ausnahme bleiben. Es muss die Regel werden. Und wir wissen, dass wir neue Wege in diesem Bereich erkunden und suchen müssen. Und nur so können wir übrigens auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für unsere Kulturpolitik schaffen. Also, ich denke, deswegen ist kulturelle Bildung nichts anderes als eine Form der Partizipation. Wir erleben gerade hier in Baden-Württemberg den großen Wunsch der Bevölkerung mitzugestalten. Bürgerinnen und Bürger melden sich zu Wort und wollen gehört werden. Und in diesem demokratischen Aufbruch sieht die Landesregierung eine große Chance. Zeigt sich hier doch die Sensibilisierung der Bürgerschaft für die Belange eines Gemeinwesens, für die Suche nach Antworten auf die Frage, wie wollen wir leben? Ich meine, dass das immer kontrovers verlaufen wird, liegt ja nun auch in der Natur der Sache. Schließlich sind die Menschen verschieden und es geht dabei nicht immer lustig. Es geht auch manchmal hart zu und ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber Sie kennen ja meinen Spruch auf die Frage, ob mir Politik noch Spaß macht, antworte ich in der Regel nein, aber Politik macht Sinn. Ja? Und wenn sie Sinn macht, wird es doch letztlich auch immer einen vergnüglichen Anteil für uns alle haben. Gerade im Bereich der Kunst wächst auch das bürgerschaftliche Interesse zu partizipieren. Darüber werden Barbara Mundl und sicher auch Peter Spuler im Anschluss heute mehr berichten. An ihren Theatern wie auch an anderen Kultureinrichtungen erkunden sie ja Wege, die Bürgerschaft in den Kunstprozess einer Stadt einzubeziehen. Der Wunsch mitzumachen, von dem ich als einem Phänomen der heutigen Zeit sprach, hat aber auch noch eine andere Seite. Wer spricht, der will natürlich auch, dass man ihm zuhört. Und die Institutionen, von denen heute viel hier vertreten sind, haben zugehört. Sie haben sich geöffnet und sie haben versucht herauszufinden, wie sich die Veränderungen in der Gesellschaft, wie sie darauf antworten können. Und gerade die Lebensbereiche Kultur und Bildung beginnen ja wirklich nun richtig stramm sozusagen und konsistent aufeinander zuzugehen. Und wir unterstützen diesen Prozess ausdrücklich und sind wirklich glücklich über gelungene und sicher auch noch erweiterungsfähige Kooperation zwischen Schulen und kulturellen Institutionen. Ich habe jetzt natürlich auch öfter schon den Vorwurf gehört, dass sich die Landesregierung zu viel darum kümmere,
Kultur in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und zu wenig darum, Exzellenz im Kulturbereich zu fördern. Das weise ich zurück. Wir haben international herausragende Ensembles, Institutionen und Festivals im Land und zu dieser Spitze, uns ebenso zu dieser Spitzenförderung bekennen wir uns als Landesregierung ausdrücklich. Und auch die Baden-Württemberg-Stiftung hat letztlich wieder für die Osterfestspiele in Baden-Baden da Erkleckliches geleistet. Also wir bekennen uns dazu und ich sehe es geradezu als ein Markenzeichen von Baden-Württemberg an, dass Kunst und Kultur auf höchstem Niveau bei uns keine Angelegenheit weniger Einrichtungen oder städtischer Zentren gar in der Landeshauptstadt sind, sondern wie in allen anderen Bereichen auch, haben wir eben in Baden-Württemberg nicht nur ein Zentrum, sondern viele. Und das macht den Charme dieses Bundeslandes einfach aus. Und diese Dezentralität ist eben das Besondere auch des Kulturlandes Baden-Württemberg. Kulturelle Spitzenleistungen sind im ganzen Land anzutreffen. Es reicht vom Stadttheater Freiburg bis hin zu Genesis Musicals in Weikersheim und vom ZKM in Karlsruhe bis zum Ulmer Museum und Vielfalt und Offenheit verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch sind es auch, die diesem Land zu seinem internationalen Ansehen verhelfen, eben nicht nur Daimler und Bosch. Ja, und manchmal geht es übrigens auch hervorragend zusammen, konnte ich gestern jetzt bei meinem Besuch der Vitra GmbH in Weil am Rhein sehen, wie da sich wirklich Kultur und Ökonomie berühren. Das hat mir schon stark beeindruckt, das muss ich wirklich sagen. Schon das Outfit des Chefs war eher so, dass man dachte, das ist jetzt der Chef irgendeiner gewichtigen modernen Bildungsinstitution. Also auch sowas gibt es und ich denke, das ist unglaublich ermutigend, so etwas zu sehen, wie jetzt wieder, doch auch nachdem wir in den 50er und 60er Jahren scheußlichste Industriebauten anschauen mussten, wie sich jetzt einfach Kultur und Ökonomie da auch in solchen Bereichen verweben. Also das ist eine wirklich ganz hervorragende Entwicklung, in die wir da wieder anschließen dürfen. Da ist ja im letzten Jahrhundert in der klassischen Moderne, in der Architektur ja nun wirklich Epochales passiert. Also, Spitzenleistung, ein vielfältiges kulturelles Schaffen in der Breite sind für mich kein Gegensatz, sie sind einfach Teil eines Gesamtzusammenhangs und es ist unsere Aufgabe, diese wie in einem Mobile sozusagen im Gleichgewicht zu halten und wir hören deshalb auf, von ernster Kultur und Unterhaltungskultur zu sprechen und unterschiedliche Kulturformen und Bedürfnisse gegeneinander auszuspielen. Das sind Schablonen von gestern, die unserer Gegenwart überhaupt nicht gerecht werden und eine qualitativ hochentwickelte Vielfalt ermöglicht die Wahlfreiheit Bürgerinnen und Bürger bei ihren kulturellen Betätigungen und Interessen und die Förderung von Vielfalt gewährt also auch Freiheit für die Bürger, aber auch eben für die Kultur- und Kunstschaffenden, die so ihre individuelle Künstlerpersönlichkeit zur Entfaltung bringen können. Mich beschäftigt die Frage, ob die Kunst in der strukturellen Verfasstheit vieler Kulturinstitutionen, auch der staatlichen Einrichtung, noch genügend Luft zum Atmen hat. Es sind Menschen, die Kunst machen und nicht Maschinen. Deshalb ist der Personalkostenanteil eben hoch und er steigt stetig. Die Sachmittel, aber die Spiel- und Handlungsräume für die Menschen in den Kunst- und Kultureinrichtungen, die das garantieren, werden immer geringer.
Luft zum Atmen heißt auch, dass die staatliche Förderung immer auch Raum für neue Ideen und neue Wege eröffnen sollte. Wir haben versucht, durch das neue Förderinstrument des Innovationsfonds diese Freiheit eben zu schaffen. Und dieses Dilemma zwischen Grundförderung und Projektförderung, das sich vermutlich in der Zukunft noch verschärfen will, wird, das kann die Politik nicht alleine lösen. Wir, die Politikerinnen und Politiker, brauchen da ihren Sachverstand, den Sachverstand der Kulturschaffenden. Wir sind bereit, ihnen zuzuhören. Und lassen Sie uns also gemeinsam darüber nachdenken, wie wir auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen die Kunstszene dieses Landes so lebendig erhalten können, wie sie wirklich ist. Ich wünsche mir hierüber einen ganz freien, offenen, aber durchaus auch schonungslosen Dialog. Ein Dialog, in dem es wirklich keine Denkverbote geben darf, denn eines ist sicher, auf den alten, ausgetretenen Wegen gibt es keinen Fortschritt. Wir werden dem Fortschritt nur auf unbekannten neuen Pfaden begegnen. Dazu braucht es Mut und Fantasie, Entschlossenheit, Eigenschaften, die in diesem Land immer viel galten. Und ich bin ganz sicher, dass Fantasie, Mut und Entschlossenheit uns auch weiter leiten werden. Und ich glaube, das ist das richtige Motto für die Diskussion, die wir heute und hoffentlich auch in Zukunft führen werden. Und da wir um diesen etwas vielleicht ausgeleierten Spruch, um den nochmal zu bemühen, dass Kunst nicht die Sahnehäubchen ist, sondern eine Sauerteigfunktion hat. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich mich auch immer wieder sehr persönlich damit beschäftige und auch garantiere, dass es ein Anliegen der ganzen Landesregierung ist und nicht nur für die, die in engerem Bereich dafür zuständig ist. Nur wenn wir das gewährleisten, dass alle im Kabinett, auch in ihren Bereichen, das als eine wichtige Grundlage in diesem Land Baden-Württemberg sehen, dann können wir sicher nicht alle ihre Wünsche befriedigen, aber doch hoffentlich die wichtigsten. Herzlichen Dank.